doch kein längeres Arbeiten als bis zum 67. Lebensjahr nötig. Was ist das Kanzlerwort wert? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe mich mal ganz kurz aufgerichtet, damit ich hier Ihnen ordentlich in das Gesicht schauen kann, meine Damen und Herren. Ja, ich steige schon mal ein in die Meldung des RTL oder vom RTL. Es gibt ein klares Kanzlernein. Noch später in Rente gehen ist bei ihm oder nach seiner Ansicht nach nicht nötig. Der Kanzler hat sich nach seinem Sommerurlaub bei einem Bürgerdialog in Erfurt den Fragen von Bürgern angenommen und hat sich deren Sorgen angehört. Und der Kanzler hat dann die Leute auch beruhigt oder hat es versucht zumindest. Er sehe keine Hinweise für einen wirtschaftlichen Abstieg in Deutschland. Und dann hat er auch der Forderung eine Absage erteilt, dass Menschen noch später in Rente gehen sollen. Ein Thema, was viele Menschen im Land immer wieder beunruhigt und selbstverständlich auch aufregt. Wörtlich sagt der Kanzler, ich bin der festen Überzeugung, dass wir es jetzt nicht mehr nötig haben, das Renteneintrittsalter immer weiter anzuheben, so Scholz. Es sei super, wenn Menschen länger arbeiten wollten, aber dies müsse freiwillig sein. Wer jetzt mit 17 die Schule verlässt, hat 5 Jahrzehnte Arbeit vor sich. Ich finde, das ist genug. Meine Damen und Herren, was ist denn nun das Wort des Kanzlers wert? Der Kanzler weiß ganz genau, dass er in 2 Jahren sich einer neuen Wahl stellen muss. Das heißt also, der Bundeskanzler Scholz kann überhaupt nicht verlässlich bestimmen, ob das Renteneintrittsalter nicht im Jahr 2025 durch eine andere Partei, die dann vielleicht die Mehrheit im Bundestag hat, oder Parteienspektrum, die die Mehrheiten im Bundestag haben und dann einen anderen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wählen, verändert wird. Das kann sicherlich möglich sein. Nehmen wir mal an, die CDU-CSU wäre an der Macht. Da gibt es ja schon Bestrebungen, zum Beispiel von dem CDU-Generalsekretär, den Hans Dampf, Herrn Linnemann. Der will ja, dass das Renteneintrittsalter steigt. Ähnliches haben wir ja von Herrn Merz auch schon gehört, meine Damen und Herren. Das Kanzlerwort ist aus meiner Sicht auch aus einem anderen Grunde nicht mehr viel wert. Erinnern wir uns bitte, vor kurzem hat der Kanzler die Sicherheit der gesetzlichen Rente auch in einem Interview, ich glaube, das war auf dem ZDF oder ARD, auch auf einem Sommerinterview deutlich in Frage gestellt. Er hat ganz klar gesagt, dass die Rente dann nicht mehr sicher ist, wenn wir nicht genügend Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist doch diese Aussage im Kontext mit der Aussage, die der Kanzler in der damaligen Aussage getroffen hat vor ein paar Wochen, das muss Anfang Juli gewesen sein, 2023, doch letzten Endes Makulatur. Der Kanzler selbst hat da gesagt, dass die deutsche Rente nicht sicher ist, weil wir letzten Endes ein massives Arbeitskräfteproblem in Deutschland haben. Deshalb, meine Damen und Herren, halte ich das, was der Kanzler hier gesagt hat, nur für eine Beschwichtigungstour, nur für eine Beruhigung der Massen, sodass wir uns letzten Endes hier erstmal im Sommer keinen Kopf über die gesetzliche Rente machen. Aber das Thema brennt. Es brennt ganz massiv den Leuten auf der Seele. Und deshalb sage ich aus meiner Sicht, das Thema gesetzliche Rente ist noch lange nicht dort, wo es sein muss. Meine Damen und Herren, Sie wissen es, ich habe es in vielen anderen Videos auch schon immer wieder angedeutet. Ich stehe für eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Und dann haben wir möglicherweise solche Probleme mit Altersarmut und möglicherweise der Rente mit 67 oder 70 dann vielleicht nicht mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.